Na gut, dann reisen wir mal kurz zu Lovis hoch und den Turm, um das mal logisch zu begründen, weil eigentlich hätte ich das ja gar nicht wissen dürfen, wo ich da lande. Ich hoffe, ich kann die Scheißviecher jetzt besiegen. In meinem Mitte habe ich ja doch stärker und ich level auch gleich demnächst nochmal. Ja doch, das müsste ich schaffen. Hoffe ich, wenn ich mein Vieh alles wegtanken. Das sich übrigens nicht regeneriert und ich frage mich wirklich, was passiert, wenn es stirbt. Ob ich es dann neu beschwören kann und dann ist es wieder fit oder ob ich jetzt da irgendwas machen muss und teuer Geld bezahlen oder so. Bob-Turm. Halle der Quan. Vielleicht kann er sogar noch ein bisschen geschichtlich was zu erzählen zu dem komischen Zwerg, der da unten wohnt. Ach, hier ist ja wieder das dramatische Streichorchester unterwegs. Den Sprung einlagen. Ich denke mal, das wird noch öfter kommen. Ich weiß ja gar nicht, wie lang die Vanity ist, aber ich glaube ziemlich lang sogar. Deswegen vermute ich mal, dass das hier... Also ich sehe das ganze Trümmertal momentan noch so ein bisschen das Tutorial an, weil ich mich noch nicht mal in Drachen verwandeln konnte. Das werde ich auf jeden Fall mal können. War das überhaupt die richtige Kammer? Ja. Aber leider ohne episches Streichorchester, verdammt. Ach doch, hier komme ich auch rüber, sehr gut. Hä? So, da ist der Fahrstuhl. Ich kann mich auch nicht bewegen, nicht so wie... Im Mass Effect war das, glaube ich, wo ich mich mit dem Fahrstuhl regelmäßig verbuggt habe, mich ausgeärgert habe darüber. Ist auch schon wieder ewig hier. Hallo? Ich kann nicht spüren, dass ihr meine Seele bei euch habt. Warum seid ihr zurückgekehrt? Auf ein paar Stunden kommt es nach all den Jahrhunderten zwar nicht an, aber ich bin ungeduldig. Ja, lasst euch nicht allzu lange Zeit. Ja, alles gut, alles gut. Den Sehnstein, das wird glaube ich so schnell nix. Schön drunter, hat er ja nicht mit so riesengroßen Stühlen. Na egal, okay, gut, dann weiß Lovis nichts, dann muss ich jetzt halt Halle der Qualen selber runterspringen. Fallschaden gab's nicht, ne? Ich vergesse das jedes Mal, Ich spiele auch eigentlich nur drei Spiele und Machinarium habe ich gerade so ein bisschen auf Eis gelegt, weil ich keinen Bock auf dieses Schieberätsel habe. Also ich werde es wahrscheinlich noch weitermachen, das ist wahrscheinlich morgen. Aber es werden drei Folgen, wo ich einfach nur Schieberätsel machen. Am besten ich lese mal vorher die Lösung durch. Vielleicht gibt es noch Tipps, so ich das ein bisschen auflockern kann. Das ist echt. Machinarium, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich ein bisschen übernommen. Das ist ja so rätselig, das kann man ganz schlecht let's playen, weil es keine Dialoge gibt oder so. Wo kommt der denn her? Leiche leer, alles Buch. Blutbefektes Tagebuch. Interessant. Ne, Romanznotizen. Ach, das ist wieder ein normales Buch. Na, gucken wir mal. Möchte eine Audienz beim großen Herrscher des Turms, Lovis den Großartigen. Aber diese verdammten Skelette greifen jeden an, den sie sehen. Dennoch werde ich versuchen, mich an die Nacht an ihnen vorbeizuschleichen. Wenn mir die Götter gnädig sind, in der Mond in Wolken hüllen, werde ich sicher sein. Ja, hat super funktioniert. 93 von Dingen siehst du echt mal, ob wir hier wegschmeißen. Zum Beispiel dieses Buch. Hallo? Kodex der Drachen, anonymes Gedicht, kann ich mal kurz einlösen. Wollt ihr reisen? Ja, dann zieht eure Waffe und seid euch gewahr. Gegen Trolle und Goblins müsst ihr kämpfen. Lasst dies euer Eifer nicht dämpfen, doch den reibenden Zauber sollt ihr meiden, sonst werdet ihr ob des Schicksals leiden. Ach, olle Gebelliger. Na gut, der reibende Zauber, ne? Belebung, Memoiren eines Wächters, noch eine Arbeit. Verdammt nochmal, dieser Pavel ist echt ein Trottel. Ich hatte mit den Jungs ein bisschen Spaß und wir haben ein tolles Spiel gespielt. Die Trolle weiter unten im Tal haben wir mit Hühnern beworfen. Was? Dann war Pavel an der Reihe, aber er ist total blass geworden und hat angefangen wie ein Irrer herumzustottern. Die Jungs haben es sich nicht nehmen lassen und sind wie aufgeschreckte Hühner herumgehüpft. Das war echt zum Wegschmeißen. Er ist dann wie von der Tarantel gestochen abgedüst. Ich habe Mitleid mit jedem, der zusammen mit Pavel Dienst schieben muss. Weil wir schon gerne mit diesen Angsthasenschicht haben. Man muss nur laut in seiner Nähe rufen und schon macht er sich in die Hosen. Ha! Ich glaube, da stand haha, aber egal, jetzt kann ich das Buch zerstören. So reicht das mal. Ich werde dann. Demnächst werde ich dann wieder Bücher wegschmeißen. Whee! Ist so krass, dass es in diesem Spiel keinen Fallschaden gibt. Das wirklich nicht. Wo komme ich jetzt hier rein? Lässt sich nicht bewegen. Die Tür ist verschlossen und hat keinen Griff. Die kann man da qualm betreten. Die Tür öffnet sich und ihr geht hinein. Hat ja super funktioniert, muss ich sagen. Ah, diesmal muss ich mich hoffentlich nicht mit den Typen rumärgern. Oh, stimmt, ich kann ja auch zaubern. Hä? Hey. Immer ganz schön Schaden. Hallo? Ach, das ist easy peasy hier. Die haben überhaupt nichts entgegenzusetzen, die Freunde. Ich kann nichts. Das ist ja lächerlich. Vor denen hatte ich erstmal so viel Angst. Ja gut, aber Nahkampf habe ich ja schon festgestellt, ist ja wirklich ein bisschen dolle stark. Nicht ganz so viel Schaden, aber ich aber auch keinen. Die Rüstung bringt's echt, also. Sockel? Na super, das habe ich denn jetzt ausgelöst.
Ah, sind zum Glück nicht die besten Skelette. Jawohl! Viel Schaden, da regeneriere ich ja schneller. Ja, also. Man merkt irgendwie schon, dass ich. Oh, ein Skelett verstreckt war. Man merkt irgendwie schon, dass ich stärker geworden bin. Ich kann nicht. Nicht? Oh nein. Das hat bestimmt wehgetan. Ja, denke ich auch. Ich kann nicht. Aber echt jetzt, oh, ist man? Nee, doch nicht. Ich treffe mal, ich drücke aus Versehen mal E statt W. So, wo ist denn jetzt hier Freund Blase? Wenn das nicht Roman der Priester ist, so wissbegierig und so tot. Verdammt, ich wollte dir noch was fragen. Nee, das ist Roman, nicht Roman. Ja, wo ist die... Aber nun weiter. Wenn ihr Orte erkunden wollt, an denen die Toten weinen, sollten wir uns zum Maxos-Tempel aufmachen. Ach. Verdammt. Achso, ich kann nur eine, nämlich Geld. Obwohl, die Erfahrung 1300 ist natürlich nicht schlecht, die nehme ich mit. Muss ja immer so viele Gedanken, wo ist jetzt die verdammte Kugel? Ach, hätte ich das mal doch lieber selber gemacht, dann hätte ich jetzt Roman der Priester noch gelebt und... Oh, eine schwarze Rose. Schwarze Rose brauche ich doch für den Verjüngungstrank. Oh, guck mal, ein verstaubtes Tagebuch. Sorry, das muss ich jetzt vorlesen, weil das ist eventuell questrelevant. Okay, ist es nicht, aber egal, ich lese es trotzdem vor. Hä? Moment. Ich bin verwirrt. Das hätte doch jetzt eigentlich hier ganz hinten... Ach so, weil ich ja Bücher gelöscht habe, ist es jetzt... Verbrenne, leide, fühle das Zähneknirschen. Ich kann seine Worte immer noch hören. Die Wesen der Finsternis werden mich schon bald verzehren. Im Lichte eines schrumpfenden Feuers sehe ich das Weiß ihrer Zähne. Verflucht soll, soll dieser böse Lovus sein. Ich wünschte, Maxus würde meine Gebete erhören. Ah ja. Toll. Toll. Aber von dem Geist keine Spur mehr, den ich hier mal angetroffen habe, wo ich noch viel zu schwach dafür war. Tja, hätte ich mal ihm nicht die Kugel... Oh ja, Schwarzfeld. Ja, ist entdeckt, wenn man hier einfach nur ein bisschen umklickt. Achso, warte mal, da oben ist ja gerade so eine Platte ausgeklappt, nicht wahr? Vielleicht kann ich da noch was reißen. Guck mal, hier ist ja noch so eine Säule. Mach noch mehr Skelette, naja. Das schreckt mich jetzt ja weniger ab. Wenn ich nicht... Ich kann nicht. Oh, mein Vieh hat das. Das kann ich jetzt gleich mal ausprobieren. Ob es danach besser ist. Absolut keinen Schaden genommen. Also wirklich lächerlich. Hm? Ups, Salah. Benutzen. Gut, mein Vieh ist anscheinend tot. Dann muss ich wahrscheinlich wieder zum Nekromanten zurück und das Vieh zusammenfliegen lassen. Na gut, aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier, zack. Hallo? Da. Loot! Jetzt soll ich mich für eins entscheiden, oder was? Na, ich schätze mal, ich kann nur eins mitnehmen. Also, was haben wir denn hier? Wir haben ein normales Eisenschwert, schweres Eisenschild. Ich nehme mal das Schwert, weil ich den Bogen ja doch nicht mehr so oft rumheize. Okay, wie normal ist denn das Eisenschwert? So normal, dass es nicht erwähnenswert ist? Normales Eisen, schweres Eisenschwert ist seltener als der Zerstörung. Naja, das ist so normal, dass ich es nicht brauche. Ja, ist schwächer als alles, was ich habe. Das funktioniert ja gar nicht. Na, warte, kann ich das normal machen? Das muss ich jetzt einfach mal ausprobieren. Komm, spring auch! Ne, schade. Schade, schade, schade. Ja, der arme Priester. Wem konnte ich noch fragen? Eine Frau noch, ne? Ja. Ein bisschen traurig eigentlich. Hätte ich das mal gemacht. Ich hätte überlebt. Also damals nicht, aber später dann. Dorf. Dann kann ich es, glaube ich, bald riskieren, zum Maxus-Tempel zu gehen. Und zu überleben. Das war ja letztes Mal nicht gerade mir so gegeben. Ach, zum Schamanen müsste ich ja auch noch. Warte mal, ich muss mir auch ein Quest-Tagebuch. Ah, J ist es natürlich nicht. Wie das ist denn eigentlich Tagebuch, wenn es nicht J ist? Maxus-Tempel, ja, Lovus am Ende zum Eingang, alles klar. Goblin-Herzen, bla bla bla, Hilfe vom Dieten. Ja, ja, für den Wachnamen ist Kunrad, gell? Aha. Aha. Ja, warte, wo ist denn. Ach, ein neues Leben. Sibylle will dich länger als Leben. Ist das schon? Die beiden können die Lage nicht verlassen. Nein, oder? Der Band. Ach so, nee, das ist ja das Banditenpärchen. Hier wollte ich aber auch helfen. Buat in Angst. Das ist so eine grüne Quest. Buats Tochter Linda hat gesagt, dass sie selbst noch kein Attentäter gesehen hat. Ihrer Meinung nach könnte es jedoch nicht schaden, wenn ich mir etwas umhöre. Einige Bewohner seien manchmal nachts wach, wobei sie Pater Roman, Rosi und Hauptmann Roland erwähnt. Rosi war doch die Klatschtante. Ich erinnere mich. Mein Hauptmann Roland hat nichts gesehen. Der Priester, den hat's unglücklich entschärft, sag ich mal. Aber da stand Roman eigentlich, nicht Roman. Eure Schönheit macht dies Grab zur Feierhalle voll von Licht.
Es mag euch entgangen sein, aber wir befinden uns nicht in einem Grab. Ah ja, das war symbolisch gemeint. Ich bin sehr poetisch. Oha. Na gut, mit dem Rock brauchst du dich da auch gar nicht wundern, dass es dazu kommen ist. Hätte sich mal eine ordentliche Hose angezogen, so wie ich, die auch tatsächlich positive Attributwerte hat und wirklich als Rüstung wirkt, dann hätte das Problem wahrscheinlich nicht gehabt. Aber naja. Susi. Peggy. Wo ist Rosi? Verdammte Hacke. Ja, wink nicht. Dann gehe ich mal kurz zu den Typen wieder zurück und ich kann Ihnen ja mal was berichten, zum Beispiel, dass er jetzt Priester werden muss. So viel ist. Ich glaube, er hier war's, ne? Habt ihr Pater Roman gefunden, Drachentöter? Ja, er ist tot. Ach, hey, armer Roman. Ich habe ihn gut gekannt. Er war ein wunderbarer Mensch. Aha. Hoffen wir, dass er seine letzte Ruhe finden wird und nicht diesen bösen Drachenturm heimsuchen muss. Oh. Ja, die Kugel ist ja leider weg, ne? Oh, verdammt. Ich habe auch keinen Schlüssel für den Keller gefunden. Darauf habe ich ein bisschen spekuliert. Fällt mir gerade wieder ein. Und hier so Räumen, zwei hier unten. So Schlüssel finde ich ja nicht so. Generell, was die hier für ein Grab haben hier unten, ne? Ja, ich denke mal, hier wird auch nichts mehr sein, oder? Oder waren hier noch Truhen, die ich beim letzten Mal irgendwie nicht aufmachen konnte? Goldene Truhe. Ich meine, das letzte Mal ist jetzt relativ lange her. Ja, es gab tatsächlich eine Truhe, die ich nicht knacken konnte, aber ich habe auch keinen Schlüssel, verdammt Hacke. Na, komm jetzt. Ich sehe doch da. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Oh, Mann. Naja. Das war der Zeitpunkt, wo ich noch nicht wusste, dass die Schlüssel hier frei in der Welt rumliegen. Damit habe ich einfach von der Spielgrafik USW habe ich damit einfach nicht gerechnet, dass Gegenstände an sich auf dem Boden liegen können. Weil man kann ja auch keine Schwerter oder so ablegen. Die werden dann immer zerstört. Achso, ich bin gelevelt, fällt mir gerade wieder ein. Intelligenz war Mana-Regeneration, ne? Resistenz? Achso, ja, es war Mana-Regeneration. Gewandtheit ist immer gut. Stärke machen wir mal 2. Na gut, machen wir noch eine Willenskraft. Ach naja, Mana-Vorrat haben wir eigentlich noch. Lebenskraft ist vielleicht ganz gut. Ein paar mehr Lebenspunkte ist auch mal gut. Ich bin sogar mal rechtlich planlos. Achso, 50.000 Erfahrung brauche ich noch. Ich dachte, so viel habe ich. Leider nicht. Kann ich den Schlüssel vielleicht oben verwenden? Das wäre natürlich auch ganz nett. Memento etiam domine famulorum famulorum cetu. Ja, ja. Ach ja. Ich kann diesen Typen da echt hundertprozentig verstehen, warum er da schläft. Das ist ja wirklich so langweilig, das Gelaber, was er da von sich gibt. Das ist unglaublich. Hui. Da komme ich wohl nicht rein. Verdammt. Na ja, gut. Dann eben leider nicht. Jetzt interessiert mich, was passiert, wenn ich gesagt hätte, mit Folterkammer und so. So, Rosi, ist das reinzuweise die Barschnepfe? Ich bin mir da gerade. Ich weiß ja nie, wer ist. Das liegt auch. Warte mal, ist Rosi die Stadtwache. Seit Welten stehen hat die allsehende Sonne das Rachel nicht gesehen. Oder Rache. Ja, ihr hattet die Sache mit der Sonne bereits erwähnt. Ah ja, stimmt schon. Gebt mir einen Moment. Ach ja, immer diese harten Kämpferfrauen, die Poesie nichts übrig haben, nur ihre Aufgabe kennen. Ja, ja. Die sind schon ziemlich krass. Da kommt man noch nicht groß ran an die Jungs oder Mädels, besser gesagt. Die sind halt mit ihrem Job verheiratet. Locke. Ah, Drachentöter. Habt ihr euch den Flegel vorgeknüpft oder wollt ihr sehen, was ich im Angebot habe? Aber sicher. Okay, für Locke sollte ich Leute verprügeln. Okay. Was ist denn hier? Ich brauche eine Frau, nicht einen Typen. Bah, Frau! Also ich bin mir halt absolut nicht sicher, ob die Rosi hieß. Kellnerin Elsa. Meine Güte, der Dämonentöter! Was? Aber natürlich, das war die größte Heldentat überhaupt. Ja, genau. Uschi, nee, mit Uschi möchte ich eigentlich nicht reden. Hat er vielleicht noch was Neues zu berichten? Willkommen zurück, was kann ich für euch tun? Schönen Tschüss. Tag noch. Mit seinen komischen Helm. Aber er funktioniert immerhin. Also kann man ihm eigentlich gar nichts nachsagen. Wenn man einen so einen coolen Helm konstruiert, der kann sich glücklich schätzen. Rosi, wer könnte denn Rosi sein? Oder stand da überhaupt Rosi? Ist so nicht die Tochter? Wahrscheinlich mal mit mir. Oh nein, ich habe auf Speichern gedrückt. Das war nicht so gut. Dann speichere ich halt. Heute mal ganz ohne Folgen neu anfangen. Linda heißt übrigens die Tochter und Rosi. Alles klar. Dann hoffe ich mal, dass Rosi auch tatsächlich
irgendwo aufzufinden ist. Hey, mein Prozessor ist zu 28% ausgelastet und der RAM zu 53%. Also weniger als im Windows-Prinzip, Betrieb. Was so daran liegt, dass Firefox aus ist. Ja, Browser brauchen unglaublich viel RAM, wollte ich nur mal so gesagt haben. Einfach nur, weil diese ganzen Seiten halt geladen sind und. Plugins und alles, das ist nicht schön.